Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Council. Wir gucken natürlich uns noch ein bisschen um. Ob wir hier noch was finden, was sehen irgendwie. Scheint noch nicht so. Gucken, was hier drin ist, ob wir weitergehen können. Wir können weitergehen. Das ist die Bibliothek. Ich habe Goldelixier voll fertig. Warte mal. Habe ich da nicht. Was soll das denn jetzt hier? Atreus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Man muss ja mal gucken, wo wir noch irgendwie was finden. The Last Supper by Leonardo da Vinci. The last day before his crucifixion, Jesus announces that he will be betrayed by one of his disciples. Hier war niemand mehr. Oh. There's the alchemical symbol of the earth on the lid. Rechten Schlüssel verwenden, den habe ich schon mal. Das zweite Schloss aufschließen. Haha. Oh, und? Auch noch was gefunden und da auch. Honey, the remedy of the gods. Da kann ich nicht rein. Da kann ich nicht raus. Das kann ich nicht aufheben, aber ich kann hier hoch, bestimmt. Ja, wäre jetzt auch doof gewesen, wenn ich jetzt wieder komplett zurückgehen hätte müssen. So, dann wollen wir mal. Sind die anderen vielleicht dann auf ihrem Zimmer? Hier kann ich nicht rein. Gehe erstmal hier so lang. Wer braucht eigentlich so viele Stühle? Da auch nicht. Weil ich würde hier eigentlich ganz gerne die anderen noch befragen, aber irgendwie scheint mir das nicht möglich zu sein, weil ich jetzt zu dem Arbeitszimmer hoch soll. Nee. Ich soll jetzt einfach nur zu dem Arbeitszimmer hoch. Da geht's nach unten. Nee. Ach, Emily. What do you want, Louis? Na, so vieles. Meinung zu Godoy? What do you think of our last guest? Well, I never thought I would get the chance to meet that Hispanic Casanova in the flesh. His reputation is well known. The gentleman collects lovers, including, would you believe it, the Queen of Spain. Gerücht erwähnt, kein Interesse. I doubt that Lord Mortimer invited him for his charm, if you want my opinion. Ach Quatsch, ich hab doch hier wieder. Ach Scheiße, jetzt kann ich es nicht mehr ansprechen. Okay, kommen dann die Konferenz. Emily, what can you tell me about the coming conference? Sir Gregory and Lord Mortimer organize this kind of high society meeting every so often in order to consider the world situation. But to what purpose? Well, by bringing together the most influential people from the dominant nations of the modern world, they allow the mighty to discuss matters with calm clarity. There are precedents of armistices being signed at the end of these talks, you know. Talking while holding a glass of brandy makes things easier. You'll see. Noch einmal nach dem Albtraum? I've already asked you, but I don't remember the answer. What did you say to me about going beyond the nightmare?
Good heavens, you're losing your memory. I haven't the least idea what it might mean. Oh, all right. That's too bad. Na gut, hätte ja sein können, dass ich doch noch irgendwas weiß, ne? Hätte ja sein können. Okay, ja. So, Mortimers Arbeitszimmer. So, what did my mother mean by going beyond the nightmare? The Book of the Mortimer Family. Mhm. Er sagte ja, hier hängt ein Bild. Das ist auf jeden Fall, das weiß ich, dass das ein Bild von einem, von so einem, ach, man sagt Nachtalb und Alb, also das ist der, der sitzt immer auf der Brust seiner Opfer und dann frisst er denen wohl die, irgendwas, so die Albträume oder sowas, das weiß ich, der Vogel ist cool. A minor bird. Lord Mortimer. Well, Waldo, is your master good? Und Sarah? Sarah Derishe? Waldo, you know Sarah? Okay, vielleicht muss ich das Vieh füttern. A painting about a siege dated. Wir nehmen natürlich ein paar rote Beeren. Might come in handy. Könnte nützlich sein, könnte wirklich. Was haben wir hier? Let's take a closer look. Das angesagteste Dessert unserer Zeit. These chocolates are probably a protocol gift. Everybody in Europe loves them nowadays. Marie Antoinette, the Queen of France, has her own personal chocolate maker at Versailles. They say it's her guilty little morning ritual before getting dressed. A cup with one sugar and some vanilla, if I remember rightly. I would be surprised if Mortimer has them delivered straight from South America. Eine nehmen. Dark chocolate beans. Very bitter. They're greatly prized in high society. Okay, so, dann wir wollen ja erstmal noch weiter looken hier. Great. Honey. No, no, what have we got here? Well, it looks like a model of a lock. It's as if Mortimer is fond of complicating things sometimes. Well, I hope I never have to try and unlock it. It's a book on the history of the Crusades. I don't think it has any connection with my research. Dann haben wir hier jetzt noch Briefe. Achso, ich muss es selber vorlesen. Okay. Sehr geehrter Guido Poletti, ich schreibe Ihnen in Bezug auf die Gemälde, die ich Ihnen für Ihre Ausstellung geschickt hatte. Beachten Sie bitte, dass sie Teil meiner Privatsammlung sind und die dazugehörigen Jahreszahlen dem damaligen Kalender der Freimaurer Aal entsprechen. Wie Sie sich vielleicht schon gedacht haben, müssen Sie von den Jahreszahlen 4000 Jahre abziehen, damit sich die Besucher nicht über die merkwürdigen Angaben wundern. Ich muss Sie natürlich nicht daran erinnern, dass das Freimaurerjahr Aal im März beginnt. Beim Loginus-Bild habe ich mir die Freiheit genommen, die Lanze etwas anpassen zu lassen, damit sie besser der Originallanze entspricht. Das sollten Sie bei Ihrer Version ebenfalls unbedingt veranlassen. Hochachtungswort Lord William Alexander Mortimer Markgraf von Westfordshire. Und hier ist noch ein Brief. Die Zahlen für das Jahr 1792. Pfund Lebensmittel, Kerzen, Bergsteine, Marmor, Korinth, Holz, Buntglas, Pfund Gemälde, Meistern. Ja, das finde ich jetzt nicht so wichtig. Du erzählst mir doch bestimmt was. A minor bird. Wenn ich dich fütter. Und Schokolade würde ich einem Vogel jetzt nicht geben, also geben ihm die roten Beeren. Hoffentlich stirbt er jetzt nicht. Mit dem Vogel sprechen. Sarah? Sarah Derishe? Waldo, you know Sarah? Mama! Mama, don't go! Stop it! Stop it! What? Nee. Repeat that, Waldo. Sarah? What about Sarah? It's
Good God, what's been happening here? Okay, der Vogel ist gut. Well, Waldo, is your master good? I don't really know what I was expecting. Ja gut, wir geben dem Vogel aber auf jeden Fall keine Praline. So, ich würde jetzt auch mal ganz schwer glauben, dass das jetzt hier das Bild ist, das wir suchen, das mit dem Nachtalb. The nightmare oder Nachtmar. By Fusilli in 1781. Ah, this must be what my mother was talking about. Now just need to find out what she meant by go beyond. Hey, looks like it's mounted on rails on each side. It should lift up, I think. There must be a mechanism somewhere. Hm. Ah, da. Haha. Oh. Ich wusste, dass dieser Zettel mit den Jahresdingen noch. I found it. Oh. What on earth is this? A ring lock now? Great. That's all I needed. Okay. Vielleicht hier irgendwas schon. Also. 1792, ich versuche das mal. Scheiben betrachten, Hebel nach unten drücken. Ich mach das einfach jetzt mal. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Okay, untersuchen. It's a complex mechanism. Hmm. Looks like the third ring is a bit seized up. It gets stuck on number 9. Okay, die dritte bleibt bei der 9 stehen. Hebel nach. Also haben wir da nur die 9, okay. Scheibe untersuchen haben wir. Hebel, Scheiben betrachten. Oh, dann gehen so viele weg. Egal. Looks like there's a marker on number 1 on the second roller. 1. Okay, die bleibt bei der 9 und das hier ist die 1. Hier, aber was ist hier mit? Got it wrong. Irgendwas mit 19. Now, what have we got here? Well, looks like a model. Warte mal. Model of a lock. Das war. If Mortimer is fond of complicating things sometimes. Das war vorher nicht. Well, I hope I never have to try and unlock it. This painting isn't finished, and it looks like Mortimer probably did it. Not bad, but you can't exactly say it's been done in the style of the period. Mehr sagst du dazu nicht? This painting isn't finished. And it looks like Mortimer probably did it. Not bad, but you can't exactly say it's been done in the style of the period. Muss ich jetzt wirklich raten? Das könnten ja alles. Das kann. Der Vogel. A minor bird. Nach dem Code fragen. Tell me the door code. What's your boy, Waldo? What's your boy?
here I am talking to a bird. Shame on me. Nee. Der Gedanke ist ja gar nicht mal so doof. Soll ich dir jetzt die Praline geben? Komm. A minor bird. Ich weiß, das soll man Vögel nicht, aber, ne? Okay. What have I done? Looks like I've killed him. Oh shit. I better not hang around. Ich habe gerade einen Vogel getötet. Scheiße, ich habe einen Vogel getötet. Das ist auch scheiße. Ich wollte keinen Vogel töten. Open Sesame. Ich habe einfach gerade gedacht, komm, probieren wir mal alles durch. Und dann habe ich einfach nur da ganz links eine 1 gesetzt und ganz rechts eine 1 gesetzt. Weil wir hatten ja vorher 1 und 9. Und ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt sofort auf Anhieb klappt. Aber gut zu wissen. Ich habe einen Vogel getötet. Scheiße, ich habe einen Vogel getötet. Oh mein Gott. Ich weiß, dass man Vögeln keine Schokolade geben soll. Let's see what you've been hiding, Lord Murderer. Hätte ja sein können, dass der Vogel auf was ganz Besonderes steht. Was haben wir denn hier? Karten von Asien, aha. A fine-looking map of the Orient, indeed. Mhm. Sehr geehrter Lord Mortimer, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass es schon bald unmöglich sein wird, den Druck durch die Russen zu ignorieren. Kaiserin Katharina will den Grafen der Provinz um jeden Preis unterstützen und ihm als den Regenten des Königreichs Frankreich anerkennen. Sobald König Ludwig von der politischen Bühne verschwunden ist, es tut mir leid, solche schlechten Nachrichten zu übermitteln, aber stellen Sie sich besser auf turbulente Zeiten ein. Ihre Freundin Elfriede Bauer. Die gute Elfriede. Sir, Ihr Plan, in Belgien einzugreifen, wird ganz wie vorgesehen ablaufen. Ich werde die preußische Armee beschäftigen. Ihre Kanonenlieferung nach Valmy hat uns den Sieg gesichert. Wie besprochen, habe ich den preußischen König über die Pläne von Kastin und die Nordarmee betreffend informiert. Die Österreicher werde ich aus Belgien heraushalten. Ich muss mich zügig nach Paris begeben, denn ich habe das Gefühl, dass das Schicksal unseres König Ludwig auf unehrenhafte Weise besiegelt werden soll. Und ich kann da nicht tatenlos zusehen. Wenn Sie mir Botschaften übermitteln wollen, empfehle ich Ihnen, dass wir üblich über unseren Freund Monsieur Peru zu tun. Hochachtungsvoll, Charles François Dumery, General der Nordarmee. Ja, ne? Ich bin nicht so in Französisch. Okay, was haben wir hier? Noch ein Brief. Sehr geehrter Lord Mortimer, mit diesem Brief möchte ich Sie bitten, Präsident Washington davon zu überzeugen, den Fugitive Slave Act in seiner jetzigen Form nicht zu unterzeichnen. Alle Aspekte, die mit der Sklaverei zu tun haben, haben wir unbedingt auf nationaler Ebene in Angriff nehmen und dürfen nicht zulassen, dass einzelne Bundesstaaten ihr eigenes Süppchen kochen. Das Gesetz war ursprünglich zur Beilegung eines Konflikts zwischen Pennsylvania und Virginia gedacht, aber wenn wir es verabschieden, riskieren wir, die Jagd nach Schwarzen zu legalisieren. Immer mehr halbseidene Menschen werden zu Sklavenjägern und wenn sie schließlich keine Sklaven auf der Flucht finden, schnappen sie sich den erstbesten Schwarzen und liefern ihn als den Gesuchten ab. Es besteht die Gefahr, dass sich die Lage schnell verschlechtert. Vielen Dank im Voraus, Ihr Freund John Adams, PS. Grüßen Sie bitte meine Tochter Elisabeth von mir. Oh, die ist tot. Ja. Oh. Karte von Afrika und geopolitische Situation analysieren. Moreover, it shows a fair number of sea voyages being organized towards the American continent. No doubt with slaves. How many men are broken in this trade? Tens of thousands each year, according to what people say. It shows the forces present in Africa. This is unexpected activity in this sector. It looks like there are also many unknowns, even for Mortimer. Ja, der Typ hat echt eine Menge vor.
Mein Lord, ich hoffe inständig, dass Sie diesen Brief erhalten. Meine Tage sind gezählt. Mein Verlagshaus wurde geschlossen und ich wurde in der Festung Schlüsselburg eingesperrt. Wenn es Ihnen möglich wäre, ein gutes Wort für mich einzulegen, stünde ich auf ewig in Ihrer Schuld. Kaiserin Katharina wird nicht lange damit zögern, alle Logen des Goldenen Ordens in Ihrem Land zu verbieten. Uns stehen sehr dunkle Zeiten bevor, in der Hoffnung, dass Sie mir helfen können, Nikolai Novikov. Weakness of the Human Psyche by Guillaume Trimore. He says, it is possible to drill an idea into someone by constant daily repetition until the mind gives in. And goes on, there are hundreds of good ways to live life, but you only need one to convince the masses that it's the only one possible. The author isn't letting any ethical principles get in his way, is he? Das Geschenk wurde überbracht. Timurs Shah Durrani, König von Afghanistan, des Punjab, des Sindh, von Marhat und von Kaschmir, dürfte seinen Titel recht bald verlieren. Wie geplant wird sein Sohn Zaman ihn nachfolgen. Danach werden wir die Verhandlungen wieder aufnehmen können. K. Karte von Amerika. This shows the forces present in America. Some of those forces are pushing toward the west. On it, Mortimer's placed little feather symbols at different points toward which the Spanish are headed. Could he be fueling Indian resistance to slow down Spain? Mein lieber Freund, als Zeichen des Dankes für Ihre Dienste und Hilfe beim Kampf gegen die Spanier und bei der Eroberung von Oran wurde ein Schiff gemietet, das unterwegs nach Marseille in Frankreich ist. Versteckt an Bord befinden sich einige Leichen, die mit der Pest infiziert sind, welche die Bevölkerung unseres Landes momentan dezimiert. Seien Sie äußerst vorsichtig mit den Kisten, denn wenn sie unkontrolliert geöffnet werden, besteht die Gefahr, dass sie die Seuche in ganz Frankreich ausbreitet. Mohammed El-Kibir. Okay. Werter Freund, wie gewünscht konnte ich meine Freunde versammeln, damit sie die Vereinbarung unterzeichnen, die sie vorgeschlagen haben. Diese Vereinbarung soll das Arrangement genannt werden, keine Ahnung. Wenn Sie sich an den Baum erinnern, unter dem wir uns das erste Mal versammelt hatten, verstehen Sie sicher, warum wir uns auf diesen Namen geeinigt haben. Anbei finden Sie eine Liste meiner Kollegen. Leonard Blecker, Smith, Tony Kropios, Armstrong, Benjamin, danke Ihrer, möglichst wieder bald wiederzusehen, Hugh Smith. Okay, gut, so. Das war jetzt eher uninteressant, aber naja. Was haben wir denn hier? It's locked. Ah ja, dass das abgeschlossen ist, das sehe ich selber. Mein lieber Lord Mortimer, als größter Freund von China werden Sie für Ihre Informationen gebührend belohnt werden. Sie müssen sich keine Sorgen über etwaige britische Pläne gegen uns machen. Mr. McCartney, der britische Abgesandte, wird ohne jede Hoffnung auf Vereinbarung mit uns von hier aufbrechen. Ihr Freund Qianlong, Kaiser der Qing-Dynastie. Ja, denn es ist ja immer die Dynastie, je nachdem, was das für ein Kaiser gerade ist, glaube ich. Ich kenne mich da nicht so aus. Aber der Kaiser heißt halt immer, wie halt die Dynastie gerade ist. Also gehe ich mal davon aus, dass das entweder wird der Kaiser nach der Dynastie benannt oder die Dynastie wird nach dem Kaiser benannt. Ne? William, ganz gleich, was du planst, ist unser Vater offensichtlich dagegen, dass du Europa im Griff hast. Russland wird sich schon bald der Koalition gegen dein geliebtes Frankreich anschließen. Ich glaube nicht, dass du diesen Druck wirst lange standhalten können. William, ich flehe dich an, endlich beizugeben. Du reißt unsere Familie auseinander. Dein dich liebender Bruder G. PS, ich komme gerne zu deiner Konferenz, aber denkst du wirklich, dass es so eine gute Idee ist, sie ausgerechnet in dieser Zeit zu halten? Was haben wir hier? It shows the forces present in Europe. It's clear that France is surrounded by her enemies. However, a large number has been underlined in bold. 26 million. I know what it is. It's an estimation of my country's population. All our neighbors have far fewer inhabitants. It looks like a campaign is being prepared in France in favor of Italy. Could Mortimer have decided to finance a war?
Mein lieber Freund, ich habe Ihre Nachricht erhalten und verstehe Ihre Lage. Ich bedauere es, dass wir uns militärisch gegenüberstehen müssen, aber wenn die Situation es erfordert, Krieg zu führen, dann tun Sie, was Sie tun müssen. Ihren Anweisungen folgend und schweren Herzens werde ich mich nun zu der Ihnen feindlich gesinnten Koalition begeben, in der Hoffnung, Ihnen wieder dienen zu können. George der Dritte, König von Hannover, König von Großbritannien und Irland. Oh, hier lernt man ja geschichtlich noch was dazu, ey. Schauen wir mal, ob sie den Mut haben, sich allein mit mir zu treffen. Oh. This is my mother's writing. Das, ja. I've picked up her trail. What is she up to? Obviously, she wants to lure Mortimer somewhere, but where? The only clue she's left for Mortimer is a stone sword. It must be intentional. It looks like a decorative sword, like from a statue, for example. Mm-hmm. And judging by the state of it, I'm guessing it's been left outside for a long time. I have absolutely got to find out where it came from. Er nimmt erstmal das Schwert mit. Ich habe hier aber noch einiges. Preservation using formaldehyde. Just as disgusting as ever. Ja. Something strange about this table. The little surgeon's perfect collection. Ah, Wissenschaft ist seine Immunität, okay. Looks like obsidian or onyx. Must weigh a ton. Ja, ich finde ja auch, ich sage ja auch immer Obsidian. Weil, ich finde das deutsche Wort Obsidian, finde ich so dämlich, ne? Ehrlich. Strange. I don't recognize the alphabet. I wonder where the pictograms are from. It isn't Egyptian or Hebrew. There are two inscriptions on the sides as well as on the top. No way to know what's underneath. Absolutely no idea what it's for, but I find this cue fascinating. These are feathers. Pigeon, probably. A skeleton. By the name of Gustav, if the plaque on the plinth is anything to go by. Mortimer's given a name to his anatomy skeleton. That's morbid. Oh, his right hand is missing. Ah, die rechte Hand des Skeletts fehlt. Okay. Sehr geehrter Lord Mortimer, wie vereinbart habe ich Ihr altes Schloss durch eine meiner Erfindungen ersetzt. Hier ist das Modell Ihres neuen Schlosses, bei dessen Entwicklung ich mich von Ihrem Freund Monsieur Guillotine inspirieren lasse. Es mag schwierig sein, sich das Ganze vorzustellen, aber das Schloss wird in der Mitte der Tür eingesetzt. Die Funktion der Tür wird dabei nicht geändert, aber sie wird dadurch sicherer. Je nach Konstellation der Scheiben wird entweder das Schloss geöffnet oder der Eindringling, dessen Glauben nicht stark genug ist, bestraft. Ich habe meine Erfindung Glaubensprobe genannt, denn wer auch immer nicht starken Glaubens ist, wird bestraft werden. Ich hoffe, dass Sie die Ironie darin erkennen. Gustav Montrand, Meisterarchitekt. Und da von dem Skelett die rechte Hand fehlt, das haben wir jetzt auch schon. Mein lieber Freund, wer ist wohl der Begehrteste auf dem Olymp? Kein anderer als der König der Götter natürlich, Zeus. Im Gegensatz zu seinem Vater Kronos konnte er seine Stärke und Weisheit gleichermaßen einsetzen. Statt sich von der Macht seiner Kinder und Brüder zu fürchten, ließ er sich darauf ein, die Welt mit ihnen zu teilen. Die Menschen fürchteten seinen Donner und preisen seiner Gerechtigkeit. Er herrscht über sie, unterdrückt sie jedoch nicht. Und was ist... Oh. Komme ich denn jetzt hier? Bin ich denn jetzt hier gelandet? Hm. That must be for writing the homing pigeon messages. An iron mask. I wonder who it's for. Willst du es wirklich wissen? Sehr geehrter Lord Mortimer, ich möchte hiermit meine Ergebenheit erneut betonen. Wie abgemacht wird sich die Landbevölkerung von Vendée schon bald erheben. Meine Kameraden tun alles dafür, den Druck auf die Massen zu erhöhen. Die Entscheidung der Nationalversammlung, den Klerus zum Eid auf die bürgerliche Verfassung zum Verpflichten, sorgt für heftige Reaktionen in der Region. Das Volk lehnt die Kleriker mit großer Mehrheit ab und schwört den Staat die Treue. Wenn sie dafür sorgen könnten, dass der Nationalkonvent den finalen Schlag gegen die Bevölkerung ausführt, wäre die Sache so gut wie durch. Ein Vorschlag wäre die Zwangsrekrutierung der Leute für einen weit entfernten Konflikt. Das wäre das perfekte Mittel, um die Menschen vollends revoltieren zu lassen. Ihr ergebener Diener François Athanase de Charité de la Décontrée, keine Ahnung was. Wir haben Schlüssel gefunden.
mit okkultem Feuersymbol. A chest with a motif representing the alchemical symbol of fire. Aha. Honey, the remedy of the gods. Okay, ich muss Schluss machen, meine Lieben. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.